Ja, hallo meine lieben Zuschauer, gerade bekomme ich hier aufs Handy diese Nachricht mit dieser Zwangsräumung eskaliert. Mann verbarrikadiert sich im Haus. Das läuft noch aktuell, wir sind also ganz aktuell dabei, 23.01.2024, 18.43, jetzt haben wir hier meine, also Ortszeit 18.53. Und Tagesschau ist wohl hier sehr, ja, zuverlässig, sage ich mal, also nicht Bildzeitung, die werden da vielleicht auch von darüber berichten. Und dann gehen wir mal rein in den Artikel und ich habe hier so eine kleine Videosequenz, zeige ich euch. Und wer da wohnt, ist ja unfassbar wieder, was hier jetzt wieder abläuft, ne? Wir lesen mal hier die Sache, warum das jetzt hier zur Zwangsräumung kommt und was hier passiert, ne? In Unterkirchnach bei Villingen-Schwenningen ist derzeit das Sondereinsatzkommando so im Einsatz. Ein Mann weigert sich, sein Haus zu verlassen. Sein Haus, okay. Laut Polizei sind mehrere Waffen auf ihn angemeldet. Ein Hausbewohner hat sich einer Zwangsräumung in der Schwarzwaldgemeinde Unterkirchner Schwarzwald-Baar-Kreis widersetzt und gedroht, das Haus anzuzünden. Ja, warum kommt es jetzt zu Zwangsräumen? Ist das Haus verkauft worden? Das muss. Was spielt sich hier ab? Wer weiß da Näheres, wer kann da was zu sagen, wer wohnt da in der Nähe? Und ja, bitte mal, ich kann das ja von Düsseldorf aus hier nur das beurteilen, was ich jetzt hier lese. Ne? Vor der Haustüre des verschanzten Mannes wurde ein Behälter sichergestellt. Dabei wurde ein Roboter eingesetzt, wie eine Pressesprecherin der Polizei am frühen Dienstagabend berichtete, also zeitnah. Über den Inhalt der Box, die der Mann vor der Türe gestellt habe, gab es zunächst keine weiteren Informationen. Gehen wir mal hier in den Bericht rein, damit er mal hier so eine Videosequenz hört. Hoffentlich ohne Werbung. Es sind bedrohliche Bilder aus einer beschaulichen Ortschaft im Schwarzwald. Unterkirchnach heute Vormittag. Ein gepanzertes Fahrzeug, Kräfte des Spezialeinsatzkommandos, schwer bewaffnet, Hubschrauber. Die Polizei spricht von einer unklaren Gefährdungslage. Am Morgen haben Kolleginnen und Kollegen des Reviers St. Georgen einen Gerichtsvollzieher dabei unterstützt, bei einer Zwangsräumung hier in Unterkirchnach. Und die betroffene Person hat sich dieser Zwangsräumung widersetzt und anschließend gedroht, sein Haus anzubrennen. Als der Streit eskaliert, reagiert die Polizei mit einem Großeinsatz, evakuiert die Nachbarschaft, nicht ohne Grund, wie sich später herausstellt. Es handelt sich um einen 62-jährigen Mann, der auch Angehöriger der Bundeswehr früher war. Und wir haben Erkenntnisse, dass er im Schützenverein war, mehrere Lang- und Kurzwaffen auf sich angemeldet hat und sogar eine Sprengstofferlaubnis besitzt. Auch von möglichen Sprengstofffallen im Haus ist am Nachmittag kurzzeitig die Rede. Offiziell ist dies bislang aber nicht bestätigt. Die Beamten verhandeln bereits seit den Morgenstunden mit dem Mann. Der Einsatzort ist inzwischen weiträumig abgesperrt. Also wie ich das hier verstehe, läuft die ganze Verhandlungsphase noch, ne? Wir sind also jetzt hier quasi live dabei. Ich werde da direkt hochladen. Mal gucken, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Text, was überhaupt da Hintergrund ist. Bleib jetzt nur auf dieser Seite. Seit Dienstagmorgen verhandeln spezielle geschulte Mitarbeitende der Polizei mit dem 62-jährigen Mann. Das Spezialkommando SEK und eine 100-Staffel der Polizei sind ebenfalls vor Ort. Anwohnerinnen und Anwohner in den benachbarten Häusern sind laut Polizei vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden. Das Gelände rund um das betroffene Haus ist weiträumig abgesperrt. Also ein ehemaliger Angehöriger Bundeswehr, achso, steht hier, ne, hat also mehrere Waffen, ist im Schützenverein und hat eine Sprengstofferlaubnis. Boah. Das ist schon, ja, okay. Da ist die Frage, ist das Haus? Mal gucken. Wir werden mal sehen, was hier, ob wir da noch was erfahren, ne? Laut einem Mann war Angehöriger der Bundeswehr. Und warum kam es jetzt hier zur Zwangssteigerung? Zwangsräumung steht aber nicht da, ne? Der Grund. Vielleicht wisst ihr mehr, vielleicht kommt da noch was, wir werden sehen, ich werde lesen. Laut Polizeisprecher war der Mann früher Soldat, außerdem sei der 62-jährige Mitglied eines Schützenvereins gewesen. Mehrere Lang- und Kurzwaffen seien auf ihn angemeldet und er sei im Besitz einer Sprengstofferlaubnis. Das erinnert mich hier an den Einsatz hier in Ratingen, hier in Nähe von Düsseldorf, wo ja auch Polizisten eine Wohnung stürmen wollten. Und da hat der, glaube ich, der Besitzer auch hier Sprengstoff oder heißes Öl explodieren lassen. Und da sind zwei Polizisten, haben, glaube ich, schwerste Gesichtsverbrennungen bekommen. Also bitte, Polizei, seid da sehr vorsichtig. Und
macht da nichts Unüberlegtes. Wir werden sehen, was nachher im oft überhaupt hier bei der Tagesschau in den Nachrichten kommt. Oder erfahren wir das jetzt nur hier im Internet. Wir werden sehen. Ne? Okay. Als Soldat habe er keiner Spezialeinheit angehört. Aha. Erkenntnisse, dass er in der Szene sogenannter Reichsbürger zuzuordnen sei, gebe es nichts. Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Es könnte aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Waffen und eine geringe Menge Sprengstoff in dem Haus des 62 seien, berichtet ein Polizeisprecher vor Ort. Die Bewohner der eingesessenen Familien im Doppelhaus werden in Sicherheit gebracht. Wie viele Personen ihre Häuser verlassen müssen, wird nicht mitgeteilt. Das Haus des 62 ist weiträumig abgesperrt. Also hier ist Scheinwort Haus, hier das hier eins von den beiden, nehme ich mal an. Und Bevölkerung soll das Gebiet meiden. Derzeit ist die Lage statisch. Nach SWR-Information hat das Deutsche Rote Kreuz Unterbringungsmöglichkeiten für das SEK sowie Feldbetten organisiert. Zitat, es kann noch 5 Stunden dauern oder in den nächsten 5 Minuten vorbei sein, sagt ein Polizeisprecher am Nachmittag. Bei der Zwangsräumung sei die Polizei wegen der möglichen Risiken oftmals von Anfang an dabei. Auch in diesem Fall nach Erkenntnis über den möglichen Waffenbesitz Drohungen haben man sich aber, ja, also das läuft jetzt noch, also in Südbaden, habe ich hier noch eine, mal gucken, ich hatte doch, wo habe ich das hier, genau, das habe ich ja, ist mir hier, ich guck mal eben, ob wir hier noch was Neues lesen, mal zumindest mal neue Bilder, befinden sich Waffen im Haus. Ja, also ist fast der gleiche Trick, ist in einer Stunde im Einsatz, Motiv und Hintergrund unklar. Zum weiteren Hintergrund oder dem konkreten Motiven des Mannes ist nach Wochen der Polizeisprecher noch nichts bekannt. Bei der Zwangsräumung sei die Polizei wegen der möglichen Risiken oftmals von Anfang an dabei, so auch in diesem Fall. Nach Erkenntnissen über den möglichen Waffenbesitz, Unterkirchen liegt im Südschwarzwald. Rund 8 Kilometer von der nächsten Großstadt Willingen-Schwenningen entfernt. Angaben der Gemeinde leben rund 2600 Menschen dort. Ja gut, also das ist ja alles wieder mal traurig. Hoffentlich geht das hier alles glimpflich aus. Kann man nur hoffen und mal schauen, ob ich hier noch ein paar Nachrichten aufs Handy bekomme und werde euch auf jeden Fall da auf Kenntnisse halten und auf jeden Fall schon sehr traurig wieder, was sich wieder hier in Deutschland abspielt. Ne? Okay, dann sage ich, teilt das Video, schreibt Kommentare drunter, lasst ein kostenloses Abo da und bis zum nächsten Video.